Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und ich habe eine Kleinigkeit zu sagen, denn mir geht es nicht so gut. Die Folge wird wahrscheinlich kürzer, vielleicht nicht so krass, aber mir geht es einfach nicht so gut. Deswegen kann ich auch leider nicht an der Simsy Challenge 4 teilnehmen, denn die wurde jetzt ja veröffentlicht. Aber ich werde es nicht schaffen, bis Mittwoch ein Haus zu bauen. Und deswegen... Vielleicht hole ich das irgendwann nach, aber ich glaube, ich habe einfach nicht so die Kraft, gerade das zu machen. Ich wollte aber auch den Party nicht ausfallen lassen, deswegen gebe ich mir jetzt die Mühe, dass das hier noch irgendwie zustande kommt und dass wir hier ein bisschen was machen. Und deswegen beginnen wir jetzt auch einfach direkt und begeben uns ins Spiel. Die Kids sind hier noch am Spielen. Die müssen beide, glaube ich, noch ihre Fähigkeit erhöhen auf Bewegung, genau. Und Mutti macht den Dings an im Sommer. Den Kamin im Sommer. Das ist natürlich eine gute Idee. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie wir das mit dem Umziehen machen, denn ich möchte zur Folge 50 umziehen, also quasi 49 ziehen wir auf das Grundstück und 50, also bis zum 50. Part wird dann halt das quasi alles umgebaut. Wir werden alle unsere Möbel behalten, die wir jetzt haben und richten dann quasi nur das Haus neu ein. Aber wir gehen dann quasi in eine neue Stadt und so. Wir gucken mal. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen möchte, aber ja, ich möchte halt einfach wegen Geld und so möchte ich halt die ganzen Sachen behalten. Aber ich habe auch einfach Bock, neu zu bauen, deswegen werde ich wahrscheinlich da auch noch ein paar Sachen verkaufen und neu kaufen, aber wir werden auf jeden Fall weiterkommen in unserem Leben. Ich habe mein Licht vergessen. Passiert. Level 3 in Kommunikation. Das geht immer so schnell, das ist immer so schön. Ah, ich liebe es. Oh, sie ist schwanger. Ups, das habe ich schon wieder vergessen. Oh je. Stimmt, das könnte eventuell... Ich weiß nicht, ob sie Zwillinge kriegt oder so, aber das sind dann die Kinder, die sie zum Umstyling verhelfen, ne? Oh. Das habe ich schon wieder vergessen. Hoppla. Zweiergrundschülerin, das ist sehr, sehr cool. Und sie auch. Cool. Die sind alle Zweiergrundschüler. Das macht mich glücklich. Geh duschen. Ja. Und du gehst pinkeln. Und dann könnt ihr alle eure Hausaufgaben machen. So, die Kinder haben jetzt alle ihre Fähigkeiten fertig fürs Level Up. Das ist gut, die sind auf jeden Fall alle dann bereit. Das erfreut mich doch sehr. Hä, ist ja Lil Simsy. Ich finde das gerade ziemlich süß, dass alle beieinander sitzen. Also ich meine, die Kinder sind in der Schule, aber so. Es ist schon cute. So, und jetzt hoffen wir nur, dass es das Zwillinge werden. Und dann wird das sehr, sehr schön, weil... Ich freue mich schon auf ihr Umstyling, weil ich habe noch nicht in das Umfrageergebnis reingeguckt, deswegen, ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt, was jetzt letztendlich rauskam, deswegen, ob sie eine krasse Veränderung haben wird oder nicht oder vielleicht oder, ich bin sehr gespannt. Sie wird eh mit allem gut aussehen, I mean, es ist Melody. No, wie cute ist sie denn? Oh mein Gott, wie süß sieht sie aus. Ah, einfach so eine Schule mitgehen lassen. Schon wieder. I mean, kann man machen. Sollte man aber eigentlich nicht. Aber wir akzeptieren das jetzt so. Er ist schon fast durch mit seinen Fähigkeiten. Warum geht es bei ihm so viel schneller als bei ihr? Also ich meine, ich akzeptiere es. Aber, ne? Oh mein Gott. Okay, die beiden sind einfach so cute. Ich heule. Aber ich beende jetzt auch hier die Folge. Wie gesagt, es geht mir nicht so gut. Das ist jetzt, glaube ich, das Maximum, was ich heute so bringen kann. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ja. Nächstes Mal wird es ein Bibi geben. Und danach wird es wahrscheinlich dann ein Umstyling schon geben. Also wir werden in dem Part danach, aber you know, es rückt alles näher und wir ziehen auch bald um und ich freue mich schon. Und es wird sehr, sehr schön. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!